Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Ich habe was von Best Drinking Friends, The Friends Collection Irish Single Cask Whiskey Release One. Also Abfüllung 1, Single Malt Whiskey, Bourbon Cask Matured, Non-Chilled Filtered, No Color Added. 2016 destilliert, 2021 denn dort abgefüllt. 59% und ich habe Flaschennummer 161 von 255 für irishwhiskey.de. Best Drinking Friends, das sind Thorsten Frehling, das ist Julia Nornay und das ist Mareike Spitzer. Als Mareike dann online ging mit ihrer YouTube- und Facebook-Ausstrahlungen, hat sie gesagt, sie braucht Unterstützung. Thorsten ist für Musik und männliche Quote zuständig. Julia ist einfach eine Supernase und hat tatsächlich hier für verschiedene Leute weltweit auch schon Whiskys kreiert. Sie weiß genau, was sie tut. Und da hat gesagt, Mensch, lass uns hier was machen gemeinsam. Ich lese wieder vor, was die Pressemitteilung gesagt hat. Die Pandemie hat auch unser Leben geändert. Und aus gemeinsamen Livestreams, die während der Lockdown entstanden sind, sind Freunde geworden. Best Drinking Friends. Während eines Livestreams kam die Abkürzung BDF auf und daraus wurde die Best Drinking Friends. Einige gemeinsame Livestreams haben wir uns im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt. Über klassische Whisky-Verkostung und Gin-Verkostung bis hin zu einem gemeinsamen St. Patrick's Day. Tasting war alles dabei, sogar ein Gummibärchen-Tasting, Whisky und Gummibärchen. Also so viele verschiedene Whiskys wurden gemeinsam verkostet und über so einige und einiges philosophiert. Aber es wurde auch viel gelacht und gesungen. Nach einem dieser vielen Online-Stunden entstand dann diese Idee zu einem eigenen Whisky. Also ging es an die Fassauswahl und die Entscheidung fiel leichter als gedacht. Herausgekommen ist eine 5 Jahre alte Triple Distilled Malt gereift in einem First Fill Bourbon Fass. Ein schöner klassischer Whisky, der mit Frucht und würzigen Noten überzeugt. Zumindest die Tasting Notes. Die Einzelfassabfüllung mit ihrer 253 Flaschen ist wie eine BDF, Best Drinking Friends, Online-Veranstaltung, fast stark, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, eine ehrliche Whisky von Freunden für Freunde. So, Whisky Base Nummer 188737. Interessanterweise ist diese Flasche noch erhältlich. Also 59,90 €. Ich bin online gegangen und ich kriege, ich glaube, immer noch 51 Flaschen in den Warenkorb reingelegt. Also wer was haben will, darf gerne das hier auch bestellen. Die Tasting Notes sind hier von Spirituosenexpert Julia Nornay. Ja, womit möchte ich es vergleichen? Ich habe ganz kurz überlegt, was habe ich, was Fassstärke ist aus Irland, Triple Distilled und First Fill Bourbon. Mir fiel nur eine Sache ganz schnell ein. Ich habe damals, als ich beim Irish Whiskey Live in Dublin 2019 war, habe ich hier eine Polk Castle, 12 Jahre alt, First Fill Bourbon Cask Strength gekauft. Wir sind allerdings bei 54,5% und wir waren hier bei 90 Euro. Ich weiß, damals habe ich gedacht, Mensch, kaufe ich das für 90 Euro, kaufe ich das nicht? Ich sage, oh Mensch, 90 Euro ist viel Geld denn damals. Und heute hätte ich gesagt, Mensch, das ist absolut ein Schnapper, ist das. Hier 90 Euro nur ausgegeben für ein Fassstärke 12 Jahre alte Bushmills. Oh, das ist Great Northern Distillers, wie ich das verstanden habe. Gut, Farbe 12 Jahre ist hell. Hier sind wir bei 5 Jahren, ist ein Tick dunkler. Also, First Fill Bourbon kann unterschiedlich so sein. So, hier steht tatsächlich hier drauf, also ja, wurde L18, also vielleicht sogar 18 hier abgefüllt. So, März 2020 ist das hier online gekommen beim Whisky Base 153963. Bisher keine Bewertung. Also 1000 Flaschen gab es davon. Irgendwie, entweder haben sie es nicht verkauft oder sie sind einfach mal nichts geworden. Keine Ahnung. Oder haben es nicht mehr geschafft in ein Land, in dem Whisky Base bekannt ist. So, das wurde abgefüllt am 11. Juni 2021 und aus dem Jahr 2016 destilliert an der Nase.
Malz Vanillepudding, nenne ich das, nicht nur Vanille, sondern Vanillepudding mit getrockneten Aprikosen. Ich schau mal, was Julia Nornay schreibt hier. Aroma. Deutliche Fruchtnoten. Frisches Heu habe ich gar nicht. Warme Würznoten habe ich. Karamell und Malz. Also diese Karamell ist Vanille und Pudding, Vanillepudding ein bisschen. Also diese Crème Brûlée-Moment. Es gefällt mir sehr gut von der Nase her. Sehr, sehr schön. Okay. Jawohl. Ich rieche mich selbst, um meine Nase ein kleines bisschen zu neutralisieren. Anders. Seifiger. Heu. Getrocknete Stroh. Mineralisch. Kaum Süße. Ha. Ich weiß, mein Video dazu war ich nicht so begeistert davon. Übrigens, auf meiner Sample-Liste hoffe ich. Also, wenn es nicht drauf ist, frag mich, es gibt noch. Ja, also irgendwann muss ich nochmal einfach meine Reste hier weghauen. Aber ich muss erstmal andere Sachen zuerst tun. Viel, viel angenehmer. Schön. Gut. Hier, wie ich gerade gesagt habe, sind wir bei 59%. Hier sind wir bei unserer 54,5. Cheers. Alkohol. Schärfe, Jugend, ich Weichling. Ich ahne eine Viskosität, eine Cremigkeit hier. Allerdings, ich habe relativ schnell runtergeschluckt, einfach weil es dann ja, brannte. Und jetzt wärmt das hier unten wirklich hier schön. Ich muss noch mal. Ich werde gleich hier schon mit Wasser arbeiten. Sorry, Leute. Ich kann noch mal zurückgehen und mir ein bisschen pur hier einschenken. Aber also ich bleibe bei meiner Vanillepudding. Allerdings mein Vanillepudding ist ein bisschen Grießbrei geworden. Diese malzigen Momente sind da. Ist das Apfel? Bisschen ein künstlicher Kirschmoment. Aber der versucht auch ein bisschen tropisch zu werden. Aber er versucht, aber ist noch nicht da. Stell mal vor, diese Whisky hier nach 12 Jahren. Wow. Das wäre cool. Also, die offizielle Tasting Notes von hier unserer Spirituosenexperte Julia Nornay ist Malz mit Röstaromen. Ich habe keine Röstaromen. Kaffeebohnen habe ich auch nicht. Ich hasse Kaffee, dachte ich. Schokolade, weiße Schokolade mit ein kleines bisschen Milchschokolade dazu. Frucht folgt mit Kirschen, Apfelringen und bitter Orangenzeste. Apfelringe. Huh. Cheers. Yum, am Ende. Also dieses Grießbrei wurde ein bisschen mehr zu einer wieder zurück zu der Vanillepudding. Also Vanillepudding, ein bisschen Zucker oben drauf. Das ist gut, das sind 3 Plus. Mit Wasser. Ohne Wasser ein 3 Minus. Ich bin zu schwach dafür, das ist zu stark. Aber mit Wasser ist das eine richtige, auch bleibt auch lange, eine schöne cremige Crème Brûlée. Crème Brûlée mit ein bisschen Apfelmus-Kompott da drauf. Ja, da sind wir richtig. Apfelmus-Kompott mit Crème Brûlée. Ja.
Aber viel komplexer ist er nicht. Der ist schon, aber gut, wo er ist. Er trifft meinen Geschmack. Nachklang, also mittellang, mit Bourbon-Fass-Einfluss, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es mehr oder weniger, aber jemand anderes wahrscheinlich nicht. Pfeffrige, ja, und florale Aromen, frische und lebhafte Tannine. Ja, aber der Tannin bleibt einfach mal ein bisschen zurückhaltend. Der ist nicht so schlimm. Ja, also 3 plus preislich 60 Euro. Also 4 Jahre alt ist er, nicht wahr? 5 Jahre alt. 5 Jahre alt und 60 Euro, das heißt 12 Euro pro Jahr. Kein Wunder, dass immer noch jetzt hier diese Whisky kam raus im Juli, im Sommer hier von 2021, immer noch, dass ein Fünftel dieser Flaschen noch da sind. Also es mangelt nicht an Geschmack, es mangelt an, für mich, Preisanpassung. Sorry. Ich weiß, Whisky ist teurer geworden, ich weiß, Irish Whisky ist teurer geworden, aber bin ich wirklich bereit, hier 60 Euro auszugeben? 40 Euro? Ja. 60 Euro? 50 Euro? Autsch. Ja, also 50 Euro wäre schon Schmerzgrenze, 60 ist, nee, ich glaube, ich lasse das lieber. Und das ist hier unser Problem, was wir haben. Ja, also hier habe ich wenigstens 12 gehabt. Hier habe ich einen Travel Retail Flughafen Dublin Exclusive. Man könnte es wirklich nur auf dem Flughafen von Dublin dort beim Loop dort kaufen. Das habe ich gemacht. Ich war nachher nicht begeistert, wahrscheinlich auch immer noch nicht. Cheers. Hier habe ich meine Tanninen. Hier habe ich meine Bittermomente. Hier habe ich meine Astringenz. Hier fehlt die Süße gänzlich. Das ist eine trockene Rotwein aus Whisky. Ich kann nicht sagen, wow. Hier, auch am Ende, ist ein bisschen hier eine nette, aber gedämpfte mineralische, malzige. Mit eine Prise hier Vanillebohne darauf. Aber nur ganz wenig. Nicht mein Beuteschema. Das hier entspricht eher meiner Beuteschema. Ich mache nochmal mit Fassstärke und schauen wir mal, ob ich Mann genug bin, das hier zu genießen. Glaube ich nicht. Aber dann können wir nochmal hier sehen. Übrigens, es gibt noch was davon von dieser Flasche da. Wenn du ein Sample vorher haben willst, schreib mich mal bitte an. WhiskeyJason@gmail.com. Nase ist schön. Diese Crème Brûlée, diese Apfelkompott, ein kleines bisschen Braunzucker obendrauf mit einer Prise Zimt vielleicht. Sehr schön. Ach Mann, viel Alkohol. Naja. Ich ahne was Gutes da drin, aber das dauert echt lange, bis ich das habe. Der Trick, was ich von Julian O'Neill gelernt habe, ist einmal trinken. Ein kleines bisschen hier drin lassen. Die thermodynamische Moment, einfach abwarten. Wenn Alkohol verdünnt wird, entsteht Wärme. Und das spürt man auch im Gaumen, im Mundbereich. Allerdings, ich finde dieses Prozess so ungenau. Also Pipette, Tropfchen, boom, ich weiß, ich habe meine Erfahrung. Hier ist immer noch Glückssache. Manchmal habe ich zu viel Wasser, dann ist es zu verdünnt. Manchmal habe ich nicht genug Wasser, da ist der Alkohol immer noch zu stark. Jeder Whisky ist ein bisschen anders. Hier haben wir tatsächlich unsere 59. Jemand anders hat vielleicht nur 55, der nächste hat 63 und so weiter. Das ist schwierig, das hier mir abzupassen. Mit meinen Tropfen im Glas kann ich wesentlich besser das denn so machen. Aber mir geht dieses thermodynamische Moment in meinen Mund flöten. Und das ist eine schöne Sache. Ja, 3 plus und preislich 3 minus. Also, ja, 3 plus heißt, kann man kaufen. 3 minus heißt, kann man kaufen. Aber da muss man wirklich es wollen. Ich würde eher ein Sample an deine Stelle bestellen und besorgen. Ich finde, der Thorsten, der Julia und auch Mareike haben was ganz Gutes ausgesucht. Ich bin davon mehr angetan, als ich gedacht hätte.
oder getagt habe. Und die Leute, die hier abgestimmt haben, es gibt Leute, die 90er hier schreiben und es gibt Leute, die 68, 70er schreiben. Also, wow, das ist schon, lass uns sehen hier. Super, super. Gut, es gibt nur drei Leute, die tatsächlich was geschrieben haben. So, der Dennis schreibt hier, ich lese einfach vor, weil ich so süß fand. Ich habe sie bisher noch nicht gelesen. Direkt nach dem Einschenken des Samples dachte ich, ich hätte ein Obst im Glas. Mit Zeit und Luft verflog dieser Eindruck jedoch und das Fass setzte sich durch. Das vermutlich sehr frische Bourbon-Fass hat den jungen Whisky sehr gut in den Griff bekommen. Geruch und Geschmack stimmen für mich weitgehend überein. Zusammen mit dem sehr angenehmen Abgang ergibt sich ein wirklich gut gelungenen jungen Whisky, der auch sehr gut Wasser verträgt und alles andere als langweilig ist. Bin ich bei dir? Sehr gut. So, danke der Dennis, wer auch immer du bist. Das ist eine schöne, schöne Beschreibung denn da in diese Richtung. Ja, Frage des Tages. Welche, ah ja, genau, Irish Whisky, falls möglich. Das ist nicht Bedingung, aber falls möglich. Bourbon gereift Fassstärke Whisky könnt ihr empfehlen. Eine Fassstärke gereifte Bourbon Reifung Whisky, möglichst aus Irland. Was könnt ihr empfehlen? Das ist schon nicht viel. Also mir fällt echt kaum. Ich muss echt überlegen, kaum etwas aus Irland, was in Fassstärke ist und in Bourbon ausschließlich. Sonst kommt immer, klatscht man immer ein Finish drauf. Immer. Oder ich vergesse etwas ganz wesentlich. Keine Ahnung. So, vielen Dank, Mareike. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, Julia, hier für diese interessante Flasche. Ich sage Sample zuerst und danach die Großflasche. Es könnte euch lecker schmecken. Und ihr könnt sagen, muss nicht sein. Ich finde, ich freue mich, dass ich ein bisschen was davon austrinken darf, dass mein 15er Sample da noch der ist. Alles Gute euch, Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Und jeden Tag kommt eine Flaschenteilung und ein Video, 17:30 Uhr. Beinahe jeden Tag eine Flaschenteilung und jeden Sonntagabend 31 um 21 Uhr gibt es einen Livestream. Bye, bye.